Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Build Viva Pinata. So, und wir machen mal direkt Garten starten, Garten laden. Small Feather, Garten betreten. So. Es tut mir leid, wenn ich so ein bisschen komisch anhöre, aber Weihnachten ist vorbei und ja. Man hat so viel zu tun gehabt, man war immer unterwegs, musste ein bisschen schreien, weil die Familie halt dann da war und hast nicht gesehen. Alles drum und dran. Und, gut. Freude kommt auf. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Wir haben den Blumengarten gebastelt, das ist gut. Wir haben ein Schwein und eine Katze bei uns, das ist auch gut. Der scheiß Arsch haut ab. Der uns hier vollgekotzt hat. Wie wir den loswerden wollen, weiß ich auch noch nicht. Vorneweg zwei Sachen. Drei Sachen. Zwei mit der gleichen Angelegenheit. Eins, komplett andere. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Wo ist denn unser lieber Kasem? Kasem. Das ist Kasem. Und Kasem hat mir erzählt, er hat eine Freundin. Und die Freundin sagt, sollte von seiner Freundin ausrichten, ich mache wundervolle Videos. Und ich weiß leider noch nicht, wie sie heißt. Ich habe nachgefragt. Und daher werden wir erstmal sie ganz einfach nennen. Freundin von Kasem. So, FVK. Freundin von Kasem, da freut sie sich. Jetzt können die beide zusammen ein Techtelmechtel machen, das ist natürlich Wunderbärchen. Und einen weiteren Namen müssen wir vergeben. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, das wäre gemein. Da haben wir den Impi. Sparrow Mines 2. Ich möchte nämlich noch einen Namen vergeben, und zwar wurde mir das gesagt, ich soll den Namen nach dem benennen. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob wir eine Pinata-Rasse haben, die noch keinen Namen hat. Ne, hier haben wir den Peluri, weil ich vermute mal, das ist ein männlicher Name. Ja, und das Problem, was wir jetzt haben, ja, natürlich überall nur Männchen zur Zeit rumgammeln. Außer bei den Raisins. Und da warten wir doch, bis der Raisin 1 draußen ist. Und dann werden wir ihn nach dem wunderschönen Namen benennen. Und dann wird es langsam schwierig, männliche Namen noch hier reinzubekommen. Naja, oh, da ist er ja schon. So, und zwar möchte meine Abonnentin, die Mars, ich vermute jetzt einfach mal, es ist eine weibliche Abonnentin, entschuldige, wenn ich mich da vertue, die Mars hat gesagt, sie möchte gerne den Namen Aleko verteilen. Dann machen wir das doch einfach. Wir werden jetzt diesen Raisin Aleko, tut mir leid, wenn ich das auch falsch ausspreche, kannst mich gerne berichtigen, Aleko benennen. Ich freue mich tierisch. Aleko, willkommen. Jetzt bist du ein Raisin. Jetzt wird es langsam schwierig. Wir brauchen neue Pinatas oder endlich mal ein paar weibliche Zuschauerinnen, die hier mal Namen verteilen. Wir haben ja einmal die Chica, das ist ja eigentlich jeder, der es guckt hier. Der ist die Chica hier. Unser zweites Pinata, unser erstes ist leider gestorben. Das hier ist unser drittes nicht ganz gewesen. Aber es ist das dritte Wurm gewesen. Das ist jetzt nicht unser erstes, weil unser erstes ist leider gestorben.
Nicht, dass ich es verfüttert habe, es ist einfach nur krank gewesen und ich dachte, ich hätte einen Arzt drauf angesetzt. Aber leider war dem nicht so und dann kam dieser komische Fliegetyp und hat es kaputt gemacht. Arschloch. Ach, Moddrops haben wir auch noch zu verteilen. Ja, okay, gut, dann können wir noch einen männlichen... Ja, okay, wir haben noch natürlich noch das Schwein, haben wir noch da hinten, ne? Ja, gern Schwein sein, mir sagt Bescheid. Oh Gott, was ist denn hier los? Okay, altbewährtes, ihr wisst ja, tut mir leid, aber das müssen wir leider mal machen wieder hier. Ihr merkt ja, es wird wieder volle hier. Erstmal uns hier um die Samen kümmern. Ihr wisst ja, ich kümmere mich gerne um Samen. Vor allem, wenn sie frisch aus den Blüten rauskommen. Gittigit. Das habe ich jetzt erstmal gemacht, bevor sie sich einpflanzen. Zaun habe ich auch kein mitgenommen und jetzt werden wir uns um die Blüten kümmern. Und dann kommt gleich noch die dritte Neuerung, die jetzt hier dazugekommen ist. Ich freue mich tierisch. Hat mich riesig gefreut, als ich die Nachricht bekommen habe. Das machen wir auch mal hier hin. Weil nicht so weit am Rand. Gut. Aber wir sind ja auch schon wieder kurz vom nächsten Level hier. Alter, was ist hier los? Und zwar, ihr werdet es im Hintergrund schon hören, es ist nicht mehr die gleiche Musik wie sonst immer. Auch die letzten zwei Teile wurden mit einer neuen Melodie sozusagen beglückt. Und zwar hat mir der YouTuber PonyBrony die Nachricht gesendet, ich durfte seine Musik verwenden. PonyBrony, hört man schon vom Namen her, ist anscheinend ein riesengroßer My Little Pony Fan, ich weiß es nicht. Jedenfalls macht er aus den Liedern halt schöne Techno-Musik. Und da habe ich gesagt, das ist doch echt lustig. Das können wir doch mal so übernehmen. Da habe ich nachgefragt und er hat gesagt, ja, kein Problem, mach ruhig. Und sein Channel findet ihr in der Videobeschreibung. Er ist da mit eingeführt. So, muss ich gerade was gucken. Verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal drauf. Lasst ein Danke da von dem Small Feather Game. Also Nachricht senden. Ey, Small Feather Game, benutzt deine Musik. Vielen Dank, dass du es machst. Das ist ja voll nett von euch. Wenn ihr das mal machen könntet. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, wie eh und je. Die Nachrichten sind alle draußen. Alles, was jetzt so neu ist, ist erledigt. Meine Stimme wird auch nicht besser, habe ich das Gefühl. Ja, wie habt ihr eigentlich die Weihnachtszeit so verbracht? Erzählt doch mal was. Stressig? War es ruhig bei euch? Na, ich muss ganz ehrlich sagen, so Weihnachtsfeeling scheint ja nicht wirklich aufgekommen zu sein dieses Jahr. Weil es einfach immer und immer mehr, immer mehr, immer mehr und immer mehr wird irgendwie, habe ich das Gefühl. In jede Richtung wird es immer mehr. So viel, dass man einfach überhaupt keine Lust mehr hat. Die Geschäfte fangen immer früher an mit den ganzen Nikoläusen, die du kaufen kannst. Irgendwann hat man auch gar keinen Bock mehr drauf, wenn man sich dann schon Nikoläuse kaufen kann. Dann fängt man doch schon frühzeitig an den ganzen Stress zu denken. Man kann die überhaupt nicht aufbauen, weil man schon 5 Monate vorher an den Stress schon denkt, weil man da schon die Weihnachtsmänner kaufen kann. Das ist doch total bescheuert. So, den mussten wir erstmal retten. Perwoll! Ja. Ein Wollknäuel gefressen. Normalerweise spucken die Viecher doch Wollknäuel aus. Wir müssen entweder nochmal eine neue Pflanze bekommen. Oder noch jemanden techteln, die wir noch nicht hatten. Aber soweit ich weiß, hatten wir jetzt jeden davon. Morgen. Perverse. Ja, nee, ist klar. Neues haben wir leider nicht. Oh, Wildpflaster. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Neues haben wir anscheinend nicht bekommen an Samen. Oder Sämigen.
Haben wir den Wollknäuel schon? Ja, wir haben ihn schon. Wollknäuel. Dafür bräuchten wir noch eine zweite Katze. Ja, yeah, ich will noch mal was nachschauen. Vielleicht haben wir auch Neues, was wir jetzt dazu holen können. Hundi vielleicht. Moin. Hi. Ja, tatsächlich, wir haben Hundi. Bark, bark. Wir haben ein Bark, bark. Was? Hi, Bark, Bark. Was war das? Was zur Hölle? Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Yeah, Bewohner! Nächstes Level erreicht. Huch, wer ist das denn? Das ist interessant. Ha! Titelverbesserung! Wuhu! Das ist natürlich interessant. Du gehst sachlich vor und verfügst über genügend Fachkenntnis, um dich professioneller Gärtner zu nennen. Den Titel hat er wahrscheinlich schon nach 2 Stunden gehabt. Gut gemacht. Ich bin drauf, heute Zeit, Digga, frag mich nicht wieso. Garten wird schöner. Boah, nächstes Level, Digga, direkt. 2 Level haben wir wieder gemacht. So, und wo war die Snödel? Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Ich glaube, der Wächter ist gar nicht mal so uninteressant. Auch wenn wir die anderen Viecher einverleiben können, diese gefährlichen Viecher einverleiben können. Und die auch umändern können zu anderen schönen Tieren, würde ich das... Ich weiß nicht, habt ihr Lust dazu, dass wir einmal von diesen ekelhaften Viechern mal hier von denen, wo wir draußen schon die Shelbys da drin haben, die Shelbys, sag ich schon, Dinger draußen stehen haben. Ah, da ist er ja. Hier, Digga, was willst du denn? Ja, hat eine Flasche Medizin gegessen. Wo soll ich die Flasche Medizin herholen? Vor langer Zeit kannten Menschen nach wenigen natürliche Heilmittel gegen Krankheit. Diese Medizin scheint auf einem sehr alten Rezept für ein Allheil-Tonikum zu beruhen. Und was noch besser ist, es funktioniert. Das ist natürlich eine super Ansage. Aber ich weiß nicht, wo ich das herkriegen soll. Naja, kannst du mal versuchen. Oh, haut ab. Vielleicht dauert es ein Monat oder weitere 10 Jahre, doch egal, ich bleib hier und zähle bis dahin. Ich weiß nicht, wo ich jetzt Medizin herholen soll. Also. Tauschhandel, Bart Tauschhandel. Wir uns entfernt haben, nie wieder fremd. Der Augenblick, an dem du merkst, dass du den Menschen nicht kennst. Wenn du gehst, was dann bleibt, wo zu reden, kaum noch Zeit. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir, wie weit wir uns entfernt haben, nie wieder fremd. Der Augenblick, an dem du merkst, dass du den Menschen nicht kennst. Wenn du gehst, was dann bleibt, wo zu reden, kaum noch Zeit. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir, wie weit das unbedingt nicht. Ivor, Bargain, vielleicht hat der ja was. Leider nicht. Ich kann ich bestimmt nicht, das kann ich bestimmt nicht. Ja Leute, ich weiß, ihr könnt ihr nicht leiden, aber ich muss Medizin irgendwo herkriegen. Ja, wo kann ich Medizin kaufen? Ich vermute mal hier bei Erzeugnissen. Aber...
Asa. Gut. Das haben wir jetzt auch mal dazu geholt. Jetzt haben wir auch erstmal... Nein, Barco und Per wollen kämpfen. Was zum Fick? Jetzt haben wir, jetzt könnt ihr ja sehen, den Totenfall haben wir fertig. Was ist denn jetzt, Aleko? Ich habe ein neues Kapitel im Geschichtsbuch freigeschaltet. Ich muss jetzt mal Per Woll und Bark Bark finden. So, Per Woll und Bark Bark sind hier. Los, Per Woll heilen. Okay, anscheinend wird es langsam wieder enge. Aber ich glaube, wir brauchen nämlich den Hund für etwas Spezielles. Ich hatte nämlich da so eine Ahnung. Vermutung. So, jetzt haben wir erstmal Ruhe vor den ganzen Viechern, bis wir mal den da oben halt, Achso. Bumm, zu. Jetzt schützt er uns nicht mehr. Jetzt schützt uns wieder davor. Bis wir mal eine Flasche Medizin kaufen können. Dann müssen wir warten. Der Schwein brennt. Er mag alles. Okay. Was sollte ich machen? Ach du Scheiße. Mal hier wieder ein bisschen aufräumen. Das wäre mal eine Angelegenheit, die es zu bewältigen gilt. Ja, den kann ich ruhig da stehen lassen. Den aber nicht. Der ist auch viel zu nah. Hier, komm, den lassen wir auch mal. Zack. Bisschen weiter nach hinten. Bisschen weiter nach hier. Der kann aber hier hin. Wie um alles in der Welt geht das? Was sind das denn hier für Ninjas? Raus hier! Karin, was bist du für ein Ninja? Hört doch mal auf, alle solche Ninja-Fähigkeiten hier zu bekommen. Geht mir auf den Semmel. Ich wusste, dass es sich lohnen würde, die Öffnungszeiten zu verlängern. Herein, immer herein. Bla bla bla. Geht das auf dem Semmel, Alter? Also im Endeffekt bräuchten wir jetzt eine Behausung von so einem Bark Bark für Per Woll. Das Schweinchen kann ja ruhig draus rumlaufen. Und auch eine für die Mitarbeiter, wenn ich mich jetzt dafür entscheiden sollte. Moment, den Milchbubi, hier haben wir den Milchbubi. Hast du gerade einen Hostage-Jogen sehen? Ich habe ihn doch nur gefragt, warum er so ein langes Gesicht macht.
Verstehe ich nicht. Nachtwächter, ach so, und Wächter. Boah, die kosten natürlich gleich 5000 Credits mäßig und hast nicht gesehen, ey. Treibt's mal, jetzt muss ich noch für beide an Wächtern, Anwärtern. Boah, Leute, das ist mir zu viel. Bis bald, also Jungs und Mädels. Soll ich euch einschließen?